Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Deal With. Wir sind am Start mit der nächsten Folge dieser doch relativ beliebten Serie hier auf dem Kanal und ich habe genau das getan, was ich bereits unter der 7-Minute-Squad-Episode oder in der 7-Minute-Squad-Episode angekündigt habe. Und zwar habe ich ein Team um ihn vor Marko Arnautovic gebaut, wie ihr auch schon im Thumbnail sehen könnt. Und mit dem werden wir heute spielen und natürlich den Gegner zerstören bzw. ihn zwingen, mit Arnautovic zu dealen und schauen, ob der das irgendwie hinbekommt. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da ihr wisst Bescheid, das ist die beste Unterstützung, freue ich mich riesig drüber, ist ja für euch nur ein kleiner Klick, für mich bedeutet das wirklich viel und ihr könnt natürlich weiter in der Videobeschreibung vorbeischauen, Links zu Instagram, gerade für die Leute, die Karrieremodus gucken, sehr interessant, warum, werdet ihr sehen, wenn ihr vorbeigeschaut habt, Randrun, Twitter, Facebook auch auf jeden Fall dabei, solltet auf jeden Fall auschecken, habt da nichts zu verlieren und im Endeffekt sogar nur was zu gewinnen, zumindest wenn ihr euch für die Videos und für mich interessiert. So, wann die nächsten Vlogs kommen, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, ich habe mir jetzt eine neue SD-Karte bestellt, also demnächst sollte es wieder weitergehen, normalerweise vielleicht schon morgen oder übermorgen. Und ansonsten gibt es momentan nicht viel Neues zu belabern. Die Serie habe ich noch nicht entschieden, was ich mache, die neue. Und von daher gucken wir uns aber das Team jetzt mal an. Und zwar haben wir im Tor Diego Benaglio, davor Martin Stranzl und Toni Janschke. Rechts Nathaniel Klein, links haben wir Ramon Motta. Im zentralen Mittelfeld haben wir Veli Kavlak zusammen mit Bojan und Emre Can. Und vorne Christian Dello, Vincent Abubakar und natürlich Mr. Astronautovic, Marko Arnautovic, 89 geboren, 1,92 groß, Forster Skills und Weakfoot 78, der 77 Shooting, 78 Physis, 82 Dribbling und 80 Passen plus 5 Shooting. Sieht sehr, sehr stark aus. Kostet knapp 20.000 Münzen und wird uns jetzt hoffentlich zum Sieg schießen. Das Team sieht sehr stark aus, finde ich, Abubakar. Ich weiß gar nicht, ob der eine Info bekommen hat. Wir können mal kurz nachgucken. Ich habe das neue Team der Woche noch überhaupt nicht gesehen. Weiß nur, dass Bale und so weiter drin sind. Des Weiteren kann ich auch mal ankündigen, es wird höchstwahrscheinlich kein Pack-Opening von mir zum... nee, er ist nicht drin. Aber das ist doch gar nicht das Neue. Ist heute Mittwoch? Nee. Irgendwas bringe ich gerade durcheinander. Oder ist es hier noch nicht aktualisiert? Sekunde, wir können bestimmt die Challenge ändern. Nee. Komisch. Aber warum habe ich die aktiv? Habe ich irgendwas verpasst, meine Freunde? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist anscheinend die Implementierung doch noch nicht ganz abgeschlossen. Da gab es ja gestern Abend schon Probleme und anscheinend immer noch. Wie auch immer, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob Abubakar im Team of the Week drin ist. Aber nichtsdestotrotz, wird eventuell noch eine Episode mit dem kommen, wenn er denn Info bekommen sollte, wenn mir jetzt gefällt. Zum Team of the Year wird wahrscheinlich, jetzt ist hier mein Controller auseinandergefallen, aber mache ich gleich zusammen, wird wahrscheinlich kein Pack-Opening kommen, einfach weil ich ja momentan wenig Ultimate-Team-Spiele beziehungsweise nicht einsehe, da Geld reinzubuttern. Ich denke mal, das ist irgendwo verständlich. Vielleicht kommt ein kleines... beim Best-of, aber auch nichts Großes. Ich denke mal, das ist auch nicht so schlimm. Ich denke mal, ihr könnt das auf jeden Fall nachvollziehen. Und meine Pack-Openings sind sowieso nicht so krass. Guckt da lieber die von 4 FIFA oder vom Schlappi oder vom Prons. Ich denke mal, das ist unterhaltsamer, denn man springt da Tische kaputt. Und das mache ich ja sowieso nicht. So, ich suche jetzt einen Gegner und bis gleich. So, relativ schnell war die Gegnersuche erfolgreich. Der Controller ist auch wieder zusammengebaut. Wir spielen gegen eine Fünferkette mit Morel, mit Valbuena, Umtiti, Bedimo, Enrique, der mittlerweile gewechselt ist, Helton, Sissoko, Delph, Lallana, Inks und Divock Origi. Sieht nicht schlecht aus, aber auch nicht zu stark. Für Arnautovic ist die linke Seite interessant und die ist ohne Chemie. Das heißt, vielleicht für uns, ja, am besten. So, rein und zerstören. Ah, no, schade, das war ganz schön knapp da von unserem Astro-Boy. Noch nicht das 1-0, aber wir sind gut dabei. Wunderbarer Ball auf Marko Arnautovic und der ist im 16er. Roulette-Spin macht das gut, ah, kann sich nicht durchsetzen. Aber vielleicht ist die Szene noch nicht vorbei. Na, das läuft noch nicht so. Wunderbar gemacht und dann ist Boja nicht rechtzeitig da. Es ist zum Mäusemelken. Der Ball will einfach nicht ins Tor, beziehungsweise nicht mal aufs Tor kommen. Kommen wir wieder an Autovic. Diesmal auf der anderen Seite des Feldes. Vielleicht jetzt mal mit einem Longshot. Das sitzt! Genauso will ich das doch sehen. Da kündige ich sogar an. Und das war natürlich jetzt perfekt, denn so machen wir das 1-0 durch Marko Arnautovic. Kaum steht er mal auf der rechten Seite, funktioniert das sofort. Schön mit dem Scoop dann in die Mitte gezogen, haben wir noch zur Seite gelegt und zack, Helden ist nicht mehr da und das Ding sitzt perfekt unter der Latte. Genauso will ich das doch sehen. 1-0 und damit endlich die Führung. Also bisher war das alles andere als hier ein Festival oder sowas, weil Chancen gab es null. Es gab alles bis zum 16er und danach nichts mehr. Aber jetzt endlich der Führungstreffer und so muss jetzt weitergehen. Oh, Arnautovic Finesse-Schuss. Ich wollte es mal ausprobieren, wie das mit dem Effet aussieht.
sah sehr gut aus. Jetzt die anschließende Ecke, schlagen wir mal aus dem 16er raus auf Veli Kavlak und der hat Five-Star Weakfoot, aber scheitert am ersten Gegenspieler, der sich ihm in den Weg stellt. So, und jetzt kommt Bojan, den mag ich extrem gerne, den Jungen, weil der einfach ein extrem geiles Dribbling hat, der ehemalige Katalane. Und da ist er, oh, alter Schwede, Helden, und der hat keine Chemie mit einer wunderbaren Parade. So, Freunde, Halbzeit bisher, 60% Ballbesitz, 5 Schüsse, 3 aufs Tor vom Gegner hatte. Der hatte angeblich auch 2 Schüsse, ich weiß nur noch nicht ganz genau, wo die so waren, weil eigentlich nicht. Aber gut, von mir aus, es spielt sich eigentlich alles in seiner Hälfte ab, von daher bin ich relativ sicher, dass wir das Ding gewinnen. Aber noch hat Andrzej Wiczor ein Tor gemacht und den Informat für 2 Tore bekommen. Das heißt, das zweite müssen wir auf jeden Fall noch machen. Weiter geht's. Da haben wir wieder am Ball, Marko Arnautović mit dem schön Berberspin und wird gefoult, müsste einen Freistoß geben, gibt es auch. Die Frage ist, kann der Freistoß? Ich erinnere mich daran, dass er in Bremen mal einen reingemacht hat, beziehungsweise bei Bremen mal einen reingemacht hat. 77 Präzision, klingt an sich ganz gut. Mal sehen, ob das auch so sich auswirkt. War wahrscheinlich einfach zu doll. Nein, war super! 2:0! Wunderbar, so kann man das doch machen. 2 richtig schöne Tore von Marko Arnautović und damit die 2:0 Führung. Also ganz ehrlich, bei dem Kerl, ne? Keine Ahnung, was da passiert ist, aber irgendwie ist der mittlerweile ganz gut geworden. So. Von daher, ich bin gespannt, ob man den bei Stoke halten kann. Nach solchen Leistungen und so einem schönen Freistoßtor werden auf jeden Fall einige Interessenten da sein. Oh, ist das wunderbar gemacht. Jetzt nur noch, warum zu ihm? Warum zu Emre Can in den Lauf? Oh, würde nochmal gefährlich, aber hätte man lieber zu Arnautović spielen sollen, dann wäre das eventuell nochmal besser geworden. ...3-0, eiskalt, Tejo vorm Tor und damit die Entscheidung, die endgültige hier. Wieder die Vorlage natürlich, beziehungsweise am Torteil ist natürlich Marko Arnautović. War aber auch viel zu einfach, ich hätte auch alleine laufen können. Habe ich dann entschieden, ich lupf einfach mal und mach das schöne Volley-Tor, läuft. Ja, ruckel die ruck, abgebrochen das Spiel. 9,0 für Arnautović, 9,3 für Bojan. Reicht mir nicht, wir machen noch ein Spiel. So, zweiter Gegner gefunden, die Farbe seiner Trikots beißt sich mit meinen Hosen und es ist ein Silberteam. Ja, okay. Soll man nicht unterschätzen, aber der einzige Spieler, den man da wirklich draus kennen muss, beziehungsweise der gefährlich ist Majuka vorne drin. Ansonsten wahrscheinlich schnell, aber sieht nicht zu beeindruckend aus. Abwarten, Tee trinken und dann Arnautović gewinnen lassen. Jetzt fällt mir auch das Wappen auf, das sie natürlich auch extrem mit meinem beißt. Gott sei Dank hat er nicht die falschen Trikots noch an. Das wäre natürlich dann ganz kritisch gewesen. Genau, das meinte ich. Bisher geht nach vorne absolut nichts und er hat die Chancen und er macht das 1-0. Ja. Nicht schön. War auch schwach verteidigt. Kommt Klein nicht mal ansatzweise in Zweikampf. Scheiße. Oh, Arnautović hat die erste gute Chance, war glaube ich abgefälscht, aber ist ja klar, dass wenn dann der Astroboy hier irgendwas hervorzaubert, so machen wir mal wieder auf Kavlak, aber die kommt nicht gut, weil das hat er gerochen, wird aber nochmal gefährlich, Kavlak aus der Distanz, aber René ist da, oh boy. Ey, was? Ich kann, also bitte, was? Ich hab doch offensichtlich den Ball gespielt. Ist der blind? Hier. Da, okay. Also, sorry, aber das war ja wohl das offensichtlichste Ballspiel aller Zeiten. 0-2? Scheiße. Arnautović muss an allen vorbei. Irgendwie funktioniert das hier nicht. Ein Nachteil an seiner Karte, das ist nämlich im Vergleich zur Realität echt langsam. In Realität ist er deutlich schneller. Also finde ich, da kann man dafür auch Elfmeter geben. Wenn das gerade ein Elfmeter war, dann war das von Andreasen in Köln kein Handspiel. Habt ihr das gerade gesehen, dass sowas nicht abgepfiffen wird? Ist ein absoluter Scherz. Ich bin entsetzt. Das ist pures Momentum. So, jetzt der Ball auf Aboubakar. Vielleicht kann der jetzt irgendwie ein bisschen Magic machen. In der Mitte nochmal passen auf Tejo. Nein, kann er nicht. Immerhin holt er einen Eckball raus. Kurz vor der Halbzeit also nochmal eine Chance. Vielleicht. Was? Hä? Jetzt ralle ich wirklich gar nichts mehr.
Oh, Arnautovic abgefälscht und Bojan läuft am Ball vorbei. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Ey, was ist denn das hier gerade für eine Halbzeit? Das ist unglaublich. Das ist pures Momentum. Irgendwie muss ich jetzt, ne? Arnautovic, da ist er wieder. Der Arnie macht das 2:1, den Anschlusstreffer und das mit dem Kopf. Obwohl er relativ groß mit 1,92 ist, der, soweit ich weiß, überhaupt nicht kopfballgefährlich. Aber das sah doch Profi aus. Flanke von Aboubakar und dann wunderbar hochgestiegen und eingeköpft. Jetzt fehlt nur noch eins. Ich möchte dazu nichts mehr sagen. Was war das denn? Was war das denn jetzt schon wieder? Gott sei Dank ist Klein jetzt da. Aboubakar, jawoll, haut den rein zum 2:2, Ausgleichstreffer, genauso will ich das doch sehen, setzt sich hier klasse durch mit seiner Physis und seiner, ja, energischen Art und Weise und haut den dann rein, energisch, Hans in das Himmel, Arme Nakoi, jetzt muss nur also 3:2 fallen. Ich meinte 2:3, Langer Pfosten, Theo. Was? Langer Pfosten, Aboubakar. Auch nicht. Langer Pfosten, Aboubakar. Diesmal aber. 3:2 Führungstreffer und natürlich die Vorlage von wem? Von Marco Arnautovic. Perfekte Flanke. Die kannst du gar nicht besser schlagen. Scharf aufs Tor gezogen mit viel Schwung hinter. Sauber. So, jetzt führen wir, jetzt müssen wir das halten oder noch ausbauen. Wozu haben wir denn Arnautovic? Ist das stark? What did I just say? Arnautovic macht hier wunderbar das 4:2. Trockener Abschluss, genauso will ich das doch sehen. Klasse Tor. Und ist das der Rage Quit? Ich glaube, der ist es. Ja, der ist es. So, Sieg 4:2, 9,6. Schöne Zahl. Natürlich gerade in diesem Spiel gegen den WTSV-Wappengegner. Für Arnautovic und 9,8 für Vincent Aboubakar. Besser konnte es eigentlich gar nicht laufen. Das war's von dieser Episode. Ich glaube, Arnautovic hat eindrucksvoll gezeigt, was er kann. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben dafür da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welchen Spieler ihr als nächstes sehen möchtet. Und ciao.